Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Capsule Wardrobe Video. Ich habe ganz lange keins mehr gefilmt, von daher ist das längst überfällig. Wir werden uns 6 verschiedenen Kategorien widmen. Ich blende euch die hier einmal ein und die werden wir nacheinander durchgehen. Ich werde euch verschiedene Outfits oder Style-Kombinationen dazu einblenden, dass ihr eine Idee bekommt, wie ich die verschiedenen Pieces dann auch stylen werde. Und habe geguckt, dass ich für die verschiedenen Kategorien auch Stücke habe, die aktuell nachzukaufen wären, falls ihr irgendwas nachshoppen wollt, weil ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn man was nachshoppen möchte und das ist dann am Ende des Tages nicht verfügbar. Unterstützt wird der erste Teil des Videos auch vom heutigen Kooperationspartner Lilysilk und da habe ich auch einen Rabattcode für euch. Auch die Stücke werde ich euch unten verlinken und dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich und viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit der Rubrik Kleidung an. Und zwar ist mir bei Kleidung im Herbst und Winter sehr wichtig, dass das atmungsaktive Materialien sind. Das heißt, Materialien, die mich einerseits nicht übel schwitzen lassen, andererseits natürlich aber auch warm genug halten, dass ich nicht am Frieren bin. Und das fängt auch schon im Herbst an. Materialien, die ich da bevorzuge, sind noch Baumwolle. Im Winter finde ich die teilweise zu kühl. Und dann fängt es aber auch an, dass ich Kaschmir, Seide und Wolle trage. Bei Wolle allerdings wichtig, dass es irgendwie weiche Wolle ist, wie Merino-Wolle oder andere weiche Wollen, weil ich da so ein bisschen empfindlichere Haut an der Stelle habe. Und da passt perfekt dieses erste Stück von Lilysilk dazu oder auch die Hose, denn das Oberteil ist aus 100% Babykaschmir und die Hose ist aus so einem tollen Wollflanell. Und was Hosen angeht, auf jeden Fall auch der Tipp, geht da zum Schneider, wenn die nicht ganz hundertprozentig passen. Wir haben alle unterschiedlichen Körperbau. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass die Hose in 40, das ist hier die 40, perfekt passt. Sie war nur ein kleines bisschen zu kurz und die hatte so einen Umschlag eigentlich unten. Ich blende euch hier nochmal ein Bild ein, wie die ursprünglich aussah. Und habe dann mit dem Schneider besprochen, dass wir das auftrennen und ein gerades Bein daraus machen. Und dadurch passt sie jetzt halt total perfekt von der Länge her. Und ich finde auch den Style ganz toll, dass das einfach so schlicht runtergeht. Style ist da sowieso so ein wichtiger Part. Ich liebe doppelte Bundfalten und dann dieses gerade geschnittene Bein. Hier vorne noch die Falz drin. Absolut perfekter Look. So ein paar Details noch wie mein Kelly-Gürtel hier von Hermes und die Totem-Stiefletten. Aber zu Schuhen und Accessoires kommen wir später noch. Aber das sind echt wunderschöne, hochwertige Stücke. Und ich habe da auch einen Rabattcode für euch, den blende ich hier einmal ein und verlinke euch die Stücke unten. Und ich meine, dass es den Pullunder auch noch in anderen Farben gibt. Das werde ich euch unten auch nochmal dazu schreiben, welche Farben es in den Stücken dann jeweils gibt. Und den Pullunder will ich halt einerseits so tragen, quasi wie so ein T-Shirt an der Stelle. Falls ihr euch an den Jahresanfang oder so Frühling erinnert, da habe ich mir doch von Totem diesen dicken Chunky Pullover Pullunder gekauft mit diesem dicken Kragen. Den habe ich auch so gerne getragen, dann wurde es aber relativ schnell warm, deshalb konnte ich noch nicht so viel tragen. Ich freue mich da aber auch drauf, den wieder häufiger anzuziehen. Und der hier ist ein bisschen leichter und dünner vom Stoff, hat keinen Kragen, ist dadurch also noch ein bisschen perfekter jetzt auch geeignet für die Herbstjahreszeit und lässt sich aber auch richtig toll kombinieren, wenn ihr eine Bluse drunter zieht. Das wäre dann eher was wieder für die Wintertage, aber was mir grundsätzlich wichtig ist, wenn ich neue Pieces bei meinem Kleiderschrank hinzufüge, dass ich lange was davon habe, dass ich die Stücke halt von Jahr zu Jahr tragen kann, dass das halt nicht nur ein einmaliger Kauf ist und dass ich sie halt nach Möglichkeit auch in verschiedenen Jahreszeiten kombinieren kann, wie das Piece hier halt zum Beispiel für den Herbst und dann rübergehend in den Winter mit einer Bluse beispielsweise drunter. Das zweite Stück hier ist auch von Lilysilk und auch aus diesem schönen weichen Babykaschmir, wobei ich sagen muss, der Pullunder, der treibt es wirklich auf die Spitze, der ist noch weicher als der hier und der hier ist schon so weich. Und bei dem hier habe ich mich inspirieren lassen bei meiner Freundin, die hat sich den nämlich in diesem tollen Cremeton bestellt, aber weil ich schon so einen Pullover habe, habe ich mir gedacht, das ist so ein tolles Basic und ich liebe ja auch Cameltöne und habe mir den deshalb in diesem wunderschönen Camel an der Stelle ausgesucht. Das ist halt auch so ein tolles Basic für den Herbst. Entweder man trägt ihn so wie ich jetzt nur mit einem BH drunter. Im Winter könnte man noch einen Top oder ein T-Shirt drunter tragen. Oder im Winter könnte man halt auch perfekt einen Blazer, wenn er so ein bisschen lockerer geschnitten ist, drüber ziehen und das so als langärmeliges für drunter haben. Finde ich richtig toll. Und dieser Rundhals ist auch immer prädestiniert dafür, dass man da halt ein Hemd drunter anziehen kann, was ich auch total schön finde. Auch da hat man wieder eine wärmende Schicht an der Stelle nochmal mehr, weil sich die Luft zwischen der Haut und der Bluse und dem Pullover fängt. Also auch hier wieder so ein Piece, was man dann von Herbst in den Winter, Frühling dauerhaft tragen kann. Und halt auch, wenn es noch so ein bisschen, im Herbst haben wir ja durchaus auch nochmal den einen oder anderen wärmeren Tag, was man halt auch super sonst, wenn man Top trägt, sich einfach über die Schultern legen kann und erst später
Ja, ganz anzieht quasi, wenn es dann kühler wird. Richtig tolle Länge auch, um das nochmal in den Pullover reinzustecken. Das mag ich halt auch ganz gerne. Kann den aber natürlich auch draußen tragen. Oder was ich auch manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich das, gerade wenn es jetzt noch so ein bisschen wärmer ist, so ein bisschen nach innen hier einschlage und einfach nur so locker also trage. Dann sieht man vorne so ein bisschen den Gürtel. Die Luft kann noch so ein bisschen anders zirkulieren. Auch ein absolut perfekter Look und richtig schön weich. Hier haben wir noch ein Stück, was zu 100% aus Kaschmir ist. Das ist so ein bisschen sportlicher. Das habe ich mir am Jahresanfang bei einer anderen Daily Sale Kampagne schon mal in Coffee bestellt. Und das habe ich total gerne getragen, weil das einfach so schön dünn ist, trotzdem schön wärmt. So ein leichter Kragen. Dadurch ist es so ein bisschen schicker als so ein schlichter Pullover, wenn der jetzt einfach zu gewesen wäre. Und den habe ich jetzt nochmal in dem schönen Hellgrau, weil ich momentan ein bisschen mehr Grau bei mir in meinen Kleiderschrank integriere. Und den kann man halt auch super schön kombinieren, dann wiederum mit so einem schönen warmen Ton von der Tasche oder auch wieder hier Lederaccessoires. Die Hose hier ist wieder ein Beispiel dafür, dass ich halt doppelte Bund falte und unten das aufgeschlagene Bein einfach total gerne im Herbst trage. Deshalb sucht auf jeden Fall nach solchen Hosen, die eine doppelte Bundfalte haben und schön gerade geschnitten sind. Die sind ganz tolle Staples jetzt so im Herbst und dann auch im Winter. Um euch eins meiner Seidenstücke zu zeigen, was ich jetzt auch schon seit 2 Jahren habe und total gerne getragen habe, auch zum Beispiel an Weihnachten, weil die einfach so super schön und schick ist. Die wasche ich übrigens dann immer auch mit einem speziellen Waschmittel extra, was für Seide gut geeignet ist. Und jetzt lasst mich lügen, ich meine im Handwaschprogramm. Lasst es ganz normal trocknen, meistens hängend auf einem Bügel oder vielleicht auch so übergelappt, sodass möglichst wenig Abdrücke dann in der Seide selber entstehen. Und dann würde ich das tatsächlich immer mit einem Bügeleisen auf dieser Seidenstufe bügeln. Und dann funktioniert das immer richtig gut, dass die Falten dann wieder ganz gut rausgebügelt werden. Und notfalls gehe ich sonst nochmal mit dem Steamer an der Stelle drüber. Aber ja, Seide ist natürlich halt auch etwas, wofür Lily Silk bekannt ist. Die benutzen da Saulbeerseide, Maulbeerseide. Die halt auch weniger Wasser braucht, um angebaut zu werden als andere Stoffe. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo die halt viel Wert drauf legen. Und die legen halt auch bei Lady Sick super viel Wert darauf, dass sie halt auch Abfallprodukte versuchen, anderweitig noch zu nutzen, wie zum Beispiel, und da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ich blende euch das hier mal ein. Ich habe mir so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also ein Set quasi mitbestellt, wo man die Haare drauf kringelt und dann das über Nacht quasi drin lässt und am nächsten Tag dann Locken hat. Ich habe das einmal ausprobiert, allerdings hatte ich da die Haare nicht frisch gewaschen, deshalb sah das nicht ganz so gut aus, deshalb kann ich es euch jetzt hier nicht zeigen. Aber die Locken, die waren tatsächlich schon ganz schön und ich wollte das jetzt unbedingt immer noch mal ausprobieren, wenn ich die Haare frisch gewaschen habe abends, dass ich mir das reindrehe und dann quasi am nächsten Tag dann die Locken habe. Ich habe das nämlich schon mal einen Weihnachten vor, ich glaube, 3 Jahren oder so oder 2 Jahren mit einem Bademantelgürtel gemacht und das hat super funktioniert und das ist halt jetzt ein bisschen so ein schickeres Tool und das ist halt auch das, wofür Lily Silk bekannt ist, dass sie halt so Abfallprodukte von Seide zum Beispiel halt auch nutzen, um daraus Haargummis herzustellen oder andere kleine Sachen wie diese Schlafbrillen oder halt auch diesen langen Stab. An dem ich gerade nicht weiß, wie ich ihn nennen soll. Hier auf jeden Fall grundsätzlich vom Look her wieder der Look, doppelte Bundfalte, gerade geschnittenes Bein, eine Stiefelette mit einem kleinen Absatz dran, was auch so einer meiner Lieblings-Herbst- oder dann auch Winterlooks, je nachdem, wie warm oder kalt es ist, auf jeden Fall ist. Ach ja, und eine Sache noch. Zu diesem Outfit könnte man natürlich perfekt den MS Kelly Gürtel kombinieren. Der würde das Ganze noch ein bisschen schicker machen, aber auch so ein bisschen gestylter. Und mir gefällt hier tatsächlich total gut auch wieder der Look. Das habe ich euch schon häufiger in Videos gesagt, dass es nicht immer ein Gürtel sein muss, sondern gerade so dieses durchgängig Schwarze hier von der Bluse in die Hose rüber. Das macht daraus keinen Einteiler, aber so auf den ersten Blick wird das Outfit nicht unterbrochen durch eine goldene Schnalle oder ähnliches und wirkt dadurch, finde ich, teilweise noch so ein bisschen eleganter. Und dadurch, dass ich hier jetzt auch so einen topfarbenen Schuh habe und Golddetails in der Tasche, finde ich, ist das Reduziertere manchmal sogar noch eleganter, als wenn ich jetzt noch den Gürtel drauf hätte tatsächlich.
Und wenn ich von Baumwollstücken spreche, die bei mir im Herbst nicht fehlen dürfen, dann meine ich damit einerseits beispielsweise entweder ein Hemd, was man auch wieder super mit einer schicken Hose kombinieren kann, oder man kann das auch super mit einer Jeans kombinieren. Dann hat man so ein bisschen entspannteren Look. Das hier wäre jetzt so ein perfektes Büro-Outfit. Aber gestylt mit einer Jeans und Sneakern wäre das halt auch ein super Outfit, einfach um zu shoppen, wobei ich Outfit mit Jeans und Sneakern durchaus auch ins Büro tragen würde. Und die ist echt, echt richtig schön, muss ich auch sagen. Und wenn ich von Baumwoll Basics in der Herbstkapsel Wardrobe spreche, spreche ich natürlich nicht nur von Baumwollhemden, sondern natürlich auch von Baumwoll-T-Shirts oder Tops, weil man die einfach überall super drunter ziehen kann oder halt auch richtig schön aufwertend kombinieren kann mit einer schicken Hose, mit schönen Accessoires an der Stelle. Und falls es dann zu kalt sein sollte, gibt es zwei Optionen, wie ich das hier kombinieren würde. Entweder mit so einer kurzen Wolljacke, die ungefüttert ist. Die habe ich auch im Jahresanfang erst gekauft. Ich glaube, die gibt es sogar auch noch. Ich würde hier, glaube ich, nur von der Farbauswahl her darauf achten, dass ich jetzt eine schwarze Hose noch kombinieren würde, zum Beispiel die von Bei den König, damit das so ein bisschen ausgeglichener von den Farben ist, weil wir haben jetzt hier oben zwei schwarze Komponenten oder drei sogar durch den Gürtel, die Jacke und die Tasche, und untenrum ist alles hell. Das heißt, das Outfit ist sehr oberkörperlastig. Deshalb würde ich hier eine schwarze Hose kombinieren, weil dann haben wir die Balance wieder im T-Shirt oben und in den weißen Sneakern unten. Oder aber vielleicht mit dem Outfit einfach ein paar schwarze Sneaker kombinieren. Da habe ich ja zum Beispiel auch die von Onitsuka Tiger. Genau, einmal diese Jacke. Dann geht natürlich immer auch ein schöner Blazer. Und ich muss sagen, dass mir zumindest momentan von den Styles her entweder so diese etwas kürzere Wolljacke, so wie eben, gefällt. Oder aber ein Blazer, der so ein bisschen länger geschnitten ist. So diese Zwischenkombi mag ich auch, aber das hier wäre immer so das, was ich bevorzugen würde. Der Blazer hier ist jetzt von Loewe, der ist nicht mehr erhältlich. Aber ich meine, dass ich bei Kost eine Variante gesehen habe, die sehr ähnlich von der Länge ist. Die verlinke ich euch mal als Alternative. Finde ich auch richtig schön. Oder noch eine dritte Kombi. Oder halt schon der erwähnte Pullover, den man sich einfach so über die Schultern schmeißt. Das ist auch so ein dickerer. Der ist auch so richtig fluffig, flauschig. Richtig cool. Ich zeige den auch gleich nochmal an. Aber der ist natürlich halt zum Beispiel absolut perfekt, wenn man so ein bisschen was drüber werfen möchte an der Stelle. Da würde ich einfach so was ganz Einfaches nehmen, was relativ dünn oder zumindest weich vom Stoff her fällt, dass sich das halt auch schön dann so um den Hals schmiegt. Dann hat der auch so eine Art, ja, Schal noch mit dabei. Und das ist natürlich auch ganz gut, weil in Hamburg gibt es im Herbst auch viel Wind und dann ist man da auch ein bisschen am Hals geschützt und wird nicht so schnell krank. Und so sieht der Pullover jetzt angezogen aus. Ich finde übrigens, durch dieses ganz Fluffige, muss ich sagen, würde ich den wahrscheinlich auch total gern zu Jeans kombinieren, weil ich finde, das gibt so einen gewissen eleganten, schicken Look durch das Fluffige. Es ist aber auch das dickste Stück, was ich euch jetzt von den Lily Silk Pullovern gezeigt habe. Deshalb, falls ihr jetzt für den Herbst guckt, würde ich sagen, guckt bei den anderen drei Varianten. Der ist noch so ein bisschen zu dick, es sei denn, ihr wollt ihn wirklich eher nur über die Schulter schmeißen. Und was ich jetzt gerade von mir nicht ganz so optimal gelöst finde, ist hier der Ausschnitt. Ich würde den Pullover tatsächlich nicht über dieses T-Shirt anziehen, weil ich das nicht ganz so schön finde, wie der weiße Kragen hier rausguckt. Es müsste irgendwie ein bisschen weniger oder gar nicht an der Stelle sein. Von daher kann man den Pullover wahrscheinlich auch super alleine tragen. Und das Schöne ist halt, dass der halt auch nicht kratzig ist, ne? Sondern dass der auch wieder aus so einem kuschelweichen Material ist. Wie gesagt, ich habe ja einen Rabattcode für Lily Silk, den blende ich euch hier nochmal ein. Damit spart ihr 20%. Die weiteren Details verlinke ich euch noch in der Infobox. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Kategorie weiter. Und eine Sache darf natürlich in so einem Capsule-Wardrobe-Video auch nicht fehlen, ist das Thema Pflege von euren schönen Kaschmir- und Wollstücken. Es sei denn, die haben so ganz starke Flusen vom Look her schon, aber ganz normaler Kaschmir oder Wolle, so wie der hier zum Beispiel, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen guten Fusselrasierer zu empfehlen, denn da wird es immer mal wieder Pilling geben, weil das eine Naturfaser ist und der von der Steamery ist da perfekt geeignet. Dann habt ihr nämlich auch sehr lange einen schönen Look von euren Stücken. Dann lasst uns nochmal mit den anderen fünf Kategorien weitermachen, und zwar Taschen. Ich habe festgestellt, dass ich im Sommer meistens gerne kleine Taschen trage, im Winter gerne Crossbody, und was ich jetzt im Frühling, und deshalb glaube ich, wird das im Herbst auch so sein, gerne trage, sind Schultertaschen. Ich hoffe, dass ich mal wieder meine Classic Flap ein bisschen mehr rausholen werde, weil das einfach so ein schönes Stück ist. Und habe ja jetzt mir zum Geburtstag diese Tasche hier von meiner Mutter gewünscht. Die ist erstens farblich total perfekt, weil ich die zu super vielen Stücken generell in meinem Kleiderschrank kombinieren kann. Ich habe sie jetzt im Sommer schon super viel getragen. Für mich ist es auch so die perfekte Arbeitstasche. Und halt sowohl farblich als auch von der Größe
Unteilbarste Schultertasche ist perfekt für den Herbst, denn ich finde, irgendwann im Winter mit einem Mantel ist mir das manchmal ein bisschen zu viel, wenn ich dann noch was über der Schulter trage, wenn das so ein dicker Mantel ist. Deshalb da Crossbody-Taschen. Außerdem, wenn man einen Mantel hat, der nicht so richtig zugeht oder vielleicht halt auch gar nicht dafür gedacht ist, dass man den zuträgt, der schließt sich nochmal so ein bisschen, wenn man eine Tasche Crossbody trägt. Aber im Frühling und im Herbst haben wir vielleicht einen Blazer an oder einen dicken Pullover und da kann man aber perfekt noch einen Schulterring drüber tragen. Dazu passen dann auch perfekt Gürtel. Im Sommer verzichte ich häufig drauf und bei diesem Look hier in Schwarz habe ich euch auch ja schon mal gesagt, dass ich den nicht unbedingt mit einem Gürtel unterbrechen würde. Aber es gibt sehr viele Looks, wo ich dann doch gerne einen Gürtel trage oder wo ich sage, Mensch, im Büro finde ich es dann doch schön, wenn der Look zwar unterbrochen ist, aber dadurch noch so ein bisschen irgendwie ein Stück weit steifer, ein bisschen mehr businessmäßig wirkt und trage seit 2 Jahren, 3 Jahren meine Kelly-Gürtel rauf und runter. Ich hatte mir seinerzeit zuerst den in Gold gekauft und dann den in Schwarz. Super Investition. Ich weiß, dass die sehr, 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 sehr teuer sind. Es gibt auch von anderen Marken tolle Alternativen. Ich kann euch nur beim Thema Gürtel sagen, was mich angeht. Ich habe keine anderen Gürtel außer diese zwei. Und einen Taillengürtel von Alexander McQueen. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Und andere trage ich nicht. Andere habe ich deshalb auch nicht gekauft. Deshalb ist meine Empfehlung, kauft euch den einen, den ihr dann mit super vielen Sachen kombinieren könnt. Und wenn der ein bisschen teurer ist als andere Gürtel, ihr aber den dadurch halt super viel und vielleicht auch viel mehr tragt als andere Gürtel, ist das grundsätzlich immer eine gute Investition. Und nicht nur mit Gürteln ist das so. Bei mir ist das auch mit Schals der Fall. Ich habe, muss ich gestehen, diese zwei Schals. Der eine ist von Burberry, das ist quasi ein Erbstück von meiner Tante. Das ist auch eher so ein Poncho und den trage ich total gerne im Herbst zum Beispiel auch drüber, wenn ich eine Bluse anhabe und so ein bisschen was drüber werfen möchte. Das gleiche mit dem hier von Totem. Da ist der hier vom Schnitt sogar noch ein bisschen besser. Den habe ich mir jetzt gerade im Frühling gekauft, als der im Halsterhaus 50% reduziert gewesen ist. Ich konnte mein Glück kaum fassen, weil es den sonst auch immer noch regulär zum normalen Preis gibt. So ein tolles Stück. Ich bin grundsätzlich in meiner Kleidung zwar hier immer eher weniger Muster, eher einfarbig. Und dadurch kann man die beiden Stücke aber auch so super kombinieren, weil die dann durch ihr Muster so einen gewissen Twist mit reinbringen an der Stelle. Ich habe mir auch bei Eileen König einen cremefarbenen Schal mal gekauft und auch so einen braunen Poncho. Die beiden Stücke, muss ich sagen, waren für mich eher Fehlkäufe, weil erstens die Farbe bei dem Creme-Weiß war schlecht gewählt, weil ich mich immer nicht traue, den zu tragen, weil man fängt ja doch irgendwie an zu schwitzen und weiße Sachen färben sich dann einfach mit der Zeit gelb. Deshalb trage ich ihn gar nicht und damit ist natürlich irgendwie nichts gewonnen. Und der braune Poncho von Meiling König ist einfach irgendwie viel zu riesig, sehr fluffig. Deshalb habe ich die beide auch mittlerweile wieder zum Verkauf im Angebot und muss sagen, die beiden Stücke sind deutlich besser gewählt gewesen und der Schal von Totem, dadurch, dass ich den im Sale gekauft habe, war auch noch günstiger sogar als der von Beiling König und Totem wäre für mich da auf jeden Fall die höhere Marke, weil halt Designer. Nicht, dass es darauf ankommt, aber dadurch, dass ich Totem als Marke einfach so liebe, ist das für mich auf jeden Fall ein Argument. Im Herbst fängt es auch an, dass ich wieder richtig viel Freude daran habe, die Ohrringe regelmäßig auszutauschen. Im Sommer habe ich daran zwar auch viel Freude, muss aber sagen, dass ich da teilweise ein bisschen fauler bin, weil wenn es so heiß ist, dann habe ich es am liebsten, wenn ich einfach meinen kleinen Earstack mit dem Dea-Huggy vorne drin, also nicht der hier, sondern der Dea-Huggy, trage, weil darin kann ich schlafen und dann dusche ich und so und muss mir darum irgendwie keine Gedanken machen. Ich wechsle die zwar auch durch, allerdings ist das eher im Urlaub oder wenn ich gerade richtig viel Lust habe, mir ganz viel Mühe zu machen. Aber ich merke auf jeden Fall, im Herbst und auch im Winter ist das eher wieder so die Zeit, wo ich anfange, viel mehr durchzutauschen. Und dadurch, dass wir dann ja auch mehr Kleidung tragen, das heißt, die Kleidung halt auch so ein bisschen mehr Gewicht gibt, so ein bisschen mehr Volumen am Körper gibt, finde ich größere Ohrringe als Ausgleich dazu auch total schön und trage total gern die hier. Die habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Dann habe ich die hier seit Anfang des Jahres neu mit den schwarzen Onyxen. Oder sind es Onyxe oder Spinel? Auf jeden Fall mit diesen schwarzen Steinen. Super, super tolle Ohrringe. Und seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren ich schon meine Dior Tribal Ohrringe habe,
Die trage ich eher seltener, wenn ich seltener Silberschmuck trage, aber die sind auch immer eine richtig schöne Ergänzung. Ich blende euch hier mal ein, mit meinen drei Ohrringen zusammen sieht das ein bisschen gequetscht aus, deshalb würde ich das zweite und dritte Loch an der Stelle dann freilassen oder zumindest das zweite in der Regel. Manchmal auch nicht unbedingt, wenn ich dann wieder faul bin, aber die für sich alleine oder falls ihr zum Beispiel sowieso nur ein Ohrloch habt, sehen die richtig toll aus. Wenn ich schlafe, dann snickst du dich so an mir vorbei. Ja, so. Das machst du ganz toll. Ich hab meine auf den Zehen. Psst. Musst du laut machen. Gavin ist so süß, der will mich nicht stören. Kommen wir aber zur letzten Kategorie. Und zwar sind das Schuhe im Herbst. Es ist, glaube ich, der absolute Klassiker, weiße Sneaker in der Capsule Wardrobe im Herbst zu haben. Im Grunde das ganze Jahr über. Ich möchte an der Stelle, glaube ich, mehr darauf hinweisen, dass ich Wea als Marke halt total toll finde und dass ich diese Sneaker auch in der Herrenabteilung gekauft habe. Wenn ihr große Füße habt, ich habe Schuhgröße 42,5, 43, merke ich, manchmal passt mir auch eine 42. Da kommen wir gleich zu. Dann ist halt die Herrenabteilung halt gerade bei den Sneakern einfach absolut einfach, um dann eine Alternative zu finden. Wenngleich die Wea-Sneaker in der Herrenabteilung ein bisschen breiter geschnitten sind als in der Damenabteilung. Toller Schuh, Wea auch eher so ein nachhaltigeres Label. Und ja, finde die super bequem. Hab auch gehört oder hab den Eindruck, dass sie in der Herrenvariante auch bequemer sind als in der Damenvariante, weil ich da manchmal zu hören bekomme, dass die nicht ganz so bequem sind. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Ich finde das Design ist super schön. Es gibt die in verschiedenen Farben, aber wie gesagt, weiß, absolutes Capsule Wardrobe Piece für mich im Herbst. Und was bei mir im Herbst halt auch nicht fehlen darf, sind Stiefeletten mit einem kleinen Absatz. Damit meine ich dann eher diese Absatzhöhe. Die hier trage ich aber auch total gerne, weil die recht bequem sind und das ist halt auch so ein super schöner Farbton. Im Winter ist es dann auch eher matschig, dann würde ich Wildleder nicht unbedingt tragen. Die hier sind von Jimmy Choo, sind schon ein bisschen älter, die gibt es nicht mehr, aber die hier von Toe Tam, die gibt es auch immer wieder noch in unterschiedlichen anderen Ausführungen. Die habe ich mir letztes Jahr gerade erst neu gekauft und ich habe sie in 42 und sie passen richtig gut. Das habe ich ausgiebig zu Hause versucht zu testen quasi und ja, bin da sehr happy, weil ansonsten Größe hätte es die auch nicht gegeben. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Spitze nicht ganz so spitz ist. Trotzdem finde ich dieses schmal zulaufende an der Stelle vorne total schön, weil das total elegant aussieht. Der kleine Kittenheel sorgt dafür, dass man da super lange drin laufen kann. Und was ich hier noch gemacht hatte, ist, dass ich hier noch eine Sohle habe beim Schuh da drunter setzen lassen, so eine Gummisohle, damit ich da so ein bisschen mehr Grip, so ein bisschen mehr Halt habe. Die müsste ich euch auch auf jeden Fall unten verlinken können. Gibt es auch bei verschiedenen Shops wie Net-a-Porter, MyTheresa. Manchmal haben die ja auch Rabattaktionen und ich glaube, das eine oder andere Modell habe ich auch schon mal im Sale gesehen, allerdings natürlich nicht die klassisch schwarzen, da kann man, glaube ich, lange drauf warten. Lass gerne durchgehen. Jetzt hat Kevin mich gerade aus dem Konzept gebracht, weil er gesagt hat, der Controller hat sich mit dem Handy verbunden und wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob er noch aufnimmt. Er hat noch aufgenommen, von daher ist alles drauf. Ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle gefallen. Ich werde euch alle Stücke, die ich finden kann, unten verlinken. Ich werde das nach Outfits nummerieren und entsprechend unten so aufbauen und die Rubriken Taschen, Accessoires, Schuhe und so weiter dann darunter fassen, weil ich habe doch schon gehabt, dass die Infobox zu voll geworden ist und ich nicht mehr alles verlinken kann. Deshalb mache ich Outfits, da findet ihr die Kleidungsstücke und dann die Rubriken Taschen, Schals und so weiter separat. Genau, den Rabattcode von Lilysilk, den werde ich euch unten nochmal in der Infobox verlinken. Damit spart ihr 20%, wie gesagt, auf euren Einkauf. Und dann, ja, vor allem viel Spaß dabei, durch euren Kleiderschrank nochmal durchzustöbern und zu gucken, was da für euch im Herbst noch wartet, welches Stück ihr vielleicht aus dem Frühjahr oder aus einem der letzten Jahre nochmal rausholen könnt. Und nochmal schauen könnt, was vielleicht noch im Kleiderschrank fehlt. Und vielleicht findet ihr ja dann ein bisschen Inspiration hier in diesem Video. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Muah.